Egal, egal. Wen interessiert's? Hüpp. Ja, toll, nicht hüpp. So, jetzt mal ein bisschen ausruhen, denn wir sind ja mit 2 Kilo zu viel belastet. Ja, das könnte schon ganz schön in die Hose gehen. Ist das schwer. 2 Kilo, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist gar nicht gut. Ah, jetzt sind sie grün. Grün heißt, hey, wir finden dich geil. So, wir holen uns jetzt erstmal unsere Belohnung. Was wolltest du mir also erzählen? Nee, ich wollte dir nichts erzählen. Ich bin wieder zu erschöpft, um zu gehen. Sorry, Alter, ich kann dir gerade nichts erzählen. So, hast du was für mich? Klar, hier kriegst du weniger Kohle als beim letzten Mal, denn dieser Auftrag war ja wesentlich gefährlicher als der letzte, aber hey, wir sind dumm. So in etwa. Jetzt müssen wir dem Typen wieder was verkaufen. Okay. Hey, mein Jo, Digga, ich hab was! Ich hab was! Guck mal! Ja, hahaha, kriegst du. So, sonst noch irgendwas, was ich nicht brauche. Ich weiß nicht, das möchte ich behalten. Das ist nämlich eigentlich ziemlich gut. Und sonst, ja, hier wieder 5 von Handeln. Du warte eine Sekunde. Mal. Hey, mein Freund! Handel, Mann, was hast du da? Danke, Söldner. Das ist exakt dasselbe Ding, was ich auch habe. Ich brauche einen besseren Detektor. Higgs. Das ist also ein Granatwerfer. Okay. Das ist ein kleines Zielfernrohr. Das habe ich schon. Nee. Ernsthaft. So ging das, natürlich. Ha, coole Sache. Jetzt weiß ich das auch wieder. Rechtsklick, machst du Rechtsklick, wirst du glücklich. Au. Ich habe mir wehgetan, ich bin vom Dach runtergefallen. Nee. Oh Mann. Ich hab's Hallo. Mit den Ohren. Sprich laut. Ja, alle von euch haben es mit den Ohren. Oder es liegt einfach daran, dass ich nichts gesagt habe. Warum darf ich denn nicht schweigend an euch vorbeilaufen? Mal wirklich. Ich würde das in echt auch so machen. Ich würde jetzt einfach schweigend in die Basis gehen, ohne jedem Hallo zu sagen. Gut, aber ich bin auch, ja, Spezialfall, weiß Bescheid. Willkommen in meinem Danke für deine Hilfe. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, weil die meisten Leute in der Zone sich nur um ihren eigenen Dreck scheren. Ich schätze, wir haben es den Söldnern richtig gezeigt. Der Tunnel, durch den sie ins Tal gelangen konnten, ist jetzt nutzlos, aber die Jungs werden die ganze Anlage in die Luft jagen, damit nicht einmal eine verfluchte Ratte ohne unser Wissen ins Tal kommen kann. Wir müssen zwar noch herausfinden, wer den Söldnern den Auftrag gegeben hat, uns auf die Pelle zu rücken, aber den erwischen wir sicher auch bald. Auf jeden Fall hast du hier deine Belohnung. Speicherstick mit Daten über einen elektronischen Stabilisator für Scharfschützengewehre. Okay, bis dann. Du bist jederzeit willkommen. Ja, sehr schön. Ich werde mal kurz einen Cut machen. So, ich habe nur mal eben die Aufnahme gecheckt, ob das auch alles gut gelaufen ist. Ja, hätte ja sein können, das nicht, ne? Und ich glaube, dass das mit dem, wo ich das Gebäude hier ausgeräumt habe, wirklich im anderen Stalker-Teil war. Ja, sowas kommt davon, wenn man gerade mal kurz was trinkt und dann in der Nase bohrt und dann nicht aufpasst und hier runterfällt. Kopfweh hat. Was soll ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, genau, ich muss ja jetzt raus hier. Raus hier. Habe ich verkauft, stimmt. Hey, hüpp. Kann ich eigentlich fallen lassen. Wunderschön, ich kann's fallen lassen. Geil. Ich will's aber nicht fallen lassen. Ich möchte wissen, was da drauf ist. Ich meine, gibt es hier irgendwo PCs, mit denen ich das anschauen kann? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe noch keinen gesehen zumindest. Mal gucken. Da ihr jetzt alle grün seid, können wir kurz meine Statistik nachgucken. Freunde. Wir lieben dich. Oh mein Gott, wir sind so geil. Oh, ja.
Seht ihr das da oben? Nennt sich Anomalie. Das heißt, schön außen rum gehen. Bis wir endlich einen gescheiten Detektor haben für unsere komischen Artefakte. Schon ein bisschen blöd, dass man so lange braucht, bis man einen gescheiten Detektor findet. Weh, dieser dumme Hund da hinten läuft mir jetzt hinterher. Finde ich gar nicht nett. Na, ja. Wer findet sowas schon nett? Ich nicht. Hip. Ich bin ein bisschen leise geworden, glaube ich. Ja, bin wieder erschöpft. Ich habe Kopfweh. Eigentlich will ich gar nicht mehr. Yay. Morgen fängt Uni wieder an, da freue ich mich ja so. Yay, Uni, toll. 4 Tage am Stück von 8.15 Uhr bis, was weiß ich, 5 oder 7 Uhr. An einem Tag habe ich wirklich bis 18.30 Uhr. Die anderen 3 habe ich bis 5. Dafür habe ich zwar Freitag frei, aber das freut mich jetzt auch nicht so sehr. Ich meine, Freitag ist jetzt nicht so der Bringer irgendwie, nur einen Tag frei. Ich hätte das ja lieber auf alle 5 Tage verteilt, dann hätte ich jeden Tag ein bisschen mehr Zeit. Und vor allem kann ich mir den Scheiß dann besser merken, weil wer zum Teufel kann 12 Stunden lang aufpassen? Ich nicht. Normalerweise mache ich meine Schuljahre, Semester, was auch immer, nur durch Aufpassen, ja. Bin ich so der Typ, der sich dann gerne hin, okay, ich lerne jetzt mal ein paar Stunden und dann kann ich das. Ja, so bin ich nicht. Es geht mir nämlich gehörig auf den Sack. Ich meine, für die Abschlussprüfung konnte man ja noch halbwegs lernen. Da gab es ja diese tollen Starkbücher. Aber hier für Uni gibt es keine Starkbücher. Gut, der ist neutral. Autsch, aua, aua. Strahlung. Anomalium. Wirklich, haben wir in die Strahlung reinrennen? Das geht überhaupt nicht. So. Genau. Bevor wir das machen, sind wir schlau und erinnern uns, was beim letzten Mal passiert ist, als wir dort runtergingen. Ich kann es euch nämlich sagen. Und es ist nicht unbedingt das Schönste, was passiert ist. Aber das werdet ihr noch gleich selbst sehen, nachdem ich da runtergegangen bin. Oh mein Gott. Den Versagern haben wir es verdammt nochmal gezeigt. Ja, sicher. Geh jetzt da drüben hin. Die sind nämlich alle von der Freiheit, wie es scheint. Die haben mich alle ganz doll lieb. Genau, Freiheit. Und wir werden jetzt unser Zeug in so eine Kiste ablegen. Und davor, Optionen, Grafik, Gamma. Dauert ein bisschen. Und plötzlich ist alles wieder hell. Schön, oder? Geil. Wenn das nicht reicht, dann hau ich Gamma halt noch höher. Egal. So, hier ist nur... Kaputt. Muss doch nur drauf rumspringen, oder? Ah. Bin doch so blöd. Dankeschön. Rand des kleinen Sumpfes. Nein, ich helfe jetzt niemandem. Verpisst euch doch. So, genau. Wir schmeißen jetzt all unser Zeug da rein. Wirklich alles. Das wird jetzt wieder viel Klickarbeit. Ich weiß nicht, Shift bringt nichts, Steuerung bringt nichts. Ja, ja, toll. Hey,
Hey, klicke, klicke, klicke. Das ist wieder toll. Warum hat dieses Spiel keine Funktion, um alles zu nehmen? Oder besser gesagt, um alles gleich rüber zu schieben. Es schreibt mich auch noch wer in Skype an. Nein, jetzt nicht. So. Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe nur immer 1,2 Kilo dabei. Und wo? Ah, wahrscheinlich das Messer. Das kann ich nicht ablegen, oder? Ernsthaft? So, wir speichern an diesem Punkt. Das Zeug ist noch drin und jetzt gehen wir dorthin. Gut, dass ich mich von vor Jahren noch erinnern kann an dieses Spiel. Na gut, vor Jahren. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie lang. 2 Jahre? 1 Jahr? Mein Gedächtnis ist dermaßen schlecht. Kann man auf Zeit nicht unbedingt vertrauen. Also ich meine, ich kann mir zwar viele Sachen merken, aber wann genau die waren, keine Ahnung. Ich kann euch lediglich sagen, dass sie in ja, den letzten 2 Jahren wahrscheinlich waren. Tür aufmachen, runter. Genau, buff. Dieser Ort hat es in sich. Schau dir das an. Die ganzen Stalker zieht es hierher wie die Fliegen zur Scheiße. Ich frage mich, was sie wohl suchen. Ja, verdammt. Zu dumm, dass der Penner entwischt ist. Ah, vergiss ihn. Er hat seine Sachen weggeworfen. Das ist das Wichtigste. Ja, lass uns das beste Zeug mitnehmen und dann verziehen wir uns. Die reden wohl von Fang. Ja, jetzt habe ich halt all mein Geld verloren. Lebst du noch, Söldner? Gut, gut. Fangs PDA ist irgendwo in deiner Nähe. Finde ihn. Fick deine Mutter. War der da unten? Aber wisst ihr, zumindest ist unser Zeug nicht weg, weil die würden uns jetzt auch noch unser ganzes Zeug wegnehmen. Darunter, oder? Ja. Genau, dann hast du nämlich das hier. Also Feng, die Lage hat sich geändert. Jemand hat erfahren, dass wir das Zentrum der Zone erreicht haben und sie suchen nach uns. Wir müssen los, und zwar schnell. Du findest einen detaillierten Aktionsplan in unserem Versteck. Ich habe den Code geändert. Söldner, hier spricht Lebedev. Die Informationen aus Fengs PDA bestätigen meinen Verdacht. Eine unbekannte Gruppe von Stalkern ist ins Zentrum der Zone vorgedrungen. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt die große Emission überleben konnten. Es wäre besser gewesen, wenn sie nicht überlebt hätten. Denn in der Zone wird niemals Frieden herrschen, bis der Weg ins Zentrum wieder ein gut gehütetes Geheimnis ist. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder halten wir diese Gruppe von Stalkern auf, oder die Zone setzt weitere Emissionen frei, die alles in ihr zerstören würden. Und vielleicht auch außerhalb der Zone. Es versteht sich von selbst, dass wir das am besten selbst erledigen. Aber wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns beeilen. Auf Fangs PDA befinden sich die Koordinaten zu ihrem Versteck. Ich bin mir sicher, dass wir dort Informationen über ihre Pläne finden können.